dem 32. nein, 22. Teil des Minecraft Customers 1. Also ich habe ja im Part 21 sozusagen einen neuen Part 1 gemacht. Jetzt habe ich eine neue Ansiedlung gefunden. Also ich habe mir jetzt hier eine schöne Insel, habe ich hier gefunden, wo ich mich hier gut niederlassen kann, mit drei Lavaseen und vor allen Dingen sehr viel Lava immer zur Verfügung haben. Und das ist auch bald fertig. Dann kann ich nochmal ein bisschen Kohle auch hier rausnehmen. Und die Kohle dann mit Fackeln. Die Fackeln umquarten, damit ich hier die Stöcke auskriegen kann. Dann packe ich jetzt mal hier rein Fackeln. Brauche ich jetzt mal hier nicht reinpacken. In hier einfach so in die Welt ballern. Und da sehe ich auch ganz schön in der Aufnahme aus. Geht's runter, hier muss ich das jetzt ein bisschen verbessern hier. Und mal ein paar Fackeln. Und jetzt über die Nacht will ich jetzt hier unten nochmal was weggraben. Und meine Steinspitzhacke erstmal aufbrauchen. Mit der Kohle hier. Und das Eisen kann ich damit auch abbauen. Also ein bisschen Rohstoffabbau schon mal betreiben. Wie viel Durability hat er denn noch? Einen, das heißt zwei Blöcke kann er noch abbauen. Jetzt geht die direkt und jetzt Eisenspitzhacke holen. Das ist ja Sand. Ich glaube, den baue ich jetzt auch mal ab. Ich ziehe die mal lieber auf den Boden, die Fackeln. Aber irgendwie muss man so eine Glückverzauberung. Damit man da mehr Blöcke rausbekommen kann allgemein. Nicht nur bei welchen, die nicht selbst poppen. Nur jetzt bei Lapis Lazuli Diamant und Kohle. In Redstone bekommt man das, aber Eisen und Gold kriegt man nicht mehr. Und hier müssen Lapis Lazuli Eisen und Diamant abbauen. Was ich auch mal irgendwie hatte, mal vor ein paar Tagen, ist so, einmal war ich plötzlich gegen Urheberrecht und würde sagen, dann plötzlich den kompletten Urheberrechtsparagraph einfach mal zu entfernen. Dass er nicht mehr existieren würde. Zum Beispiel, da gibt es ja 52a UH Gesetz. Das ist ja irgendwie so ein Paragraphen, der da überall. Zack, der Sand, der macht's wieder zu. Hier sind noch mehr Diamanten. Und Eisen ist ja auch noch mehr. Ich glaube, ich grabe die noch so lange, bis die Eisenspitzhacke aufgebraucht ist. 15. Eisen. Ganz schön viel Eisen hier. Da ist ein Diamant. Ich kann diesen Raum doch auch schon für Farmbau nutzen. Ich hier dann anschließend hier eine Farm aufbaue, wo ich dann die Nahrung züchten kann. Ich fahre irgendwo runter. Und dann habe ich mit Holz hochgebaut. Da habe ich mich hochgebaut mit Holz. Und jetzt bin ich da runtergefallen. Da muss ich erstmal einen 9x9 mal beliebig Raum ausgraben. Also Länge und Breite 9 und die Höhe ist beliebig. Also die kann auch 100 Blöcke betragen. Nur dass ich dann an der Oberfläche wäre. Weit über der Oberfläche sieht man dann natürlich. Und jetzt habe ich hier, ich zähle mal ab 4. 1, 2, 3, 4, 5.
6er hier. 7 wäre da. Da wäre 8. Gehen also ab hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also so ist es richtig. Machen wir die mal hier 4 Blöcke hoch den Raum. Und anschließend müsste ich dann noch den Boden noch einmal ausgraben. Und dann die Erde hinzusetzen. Nein, das brauche ich gar nicht. Den Boden brauche ich gar nicht ausgraben, weil da sowieso eine Block höher ist. Also dann muss ich dann einfach nur Erde hinsetzen. Eisenspitzhacke ist auch gleich am Ende. Baue ich dieses Lapis nochmal ab. Die Steine und die Eisenspitzhacke aufzubrauchen. Aber ich kann das Verzauber noch nicht nutzen. Nicht so gut, weil ich zumindest noch keine. Also ich will natürlich Level 4 oder 5 Verzauberungen kriegen. Jetzt erstmal alles Kram hier aufsammeln. Und hier soll dann diese eine Farm entstehen. Es ist wieder Nacht geworden. Nein, es ist nicht wieder Nacht geworden. Die Nacht ist am zu Ende gehen. Es wird wieder hell. Eisen ist fertig. Da habe ich jetzt mal einiges an Holz. 17 Birkenholz, also damit könnte ich jetzt mal nicht so eine Truhe machen. Ich jetzt mal das, was ich nicht brauche, reinpacken. Na, Holz nehme ich mit. Das brauche ich alles gar nicht. Dann muss ich jetzt noch neue Diamantwerkzeuge machen. Und dafür weitere Sticks machen. Spitzhacke. Und Schaufel. Spitzhacke, Schaufel, Axt. Und ein Schwert will ich mir noch machen. Holzschwert, das brauche ich sowieso nicht mehr. Weg damit. So, packe ich das mal ein bisschen in richtige Ordnung. Die Diamanten, die kann ich jetzt natürlich noch zum Diamantrüstung umwandeln. Diamantrüstung ziehen hier. Helm, das brauche ich noch, Schuhe brauchen noch, also Beinschutz oder Stiefleitendinger. Alle 4 Rüstungen, jetzt zeige ich eine komplett volle Rüstungsanzeige. Und jetzt werde ich hier auch mal die restlichen Bäume abholzen, bis der Baum erstmal, bis die Insel waldfrei ist, also baumfrei ist. Eine baumfreie Insel will ich erstmal haben. Und dann habe ich nämlich nicht mehr Überblick. Und kann auch erstmal dann ein richtig schön großes Haus bauen. Ach, verletzt mich gerade. Oh, das war schon ein relativ hoher Baum. Abholzen ist auch was relativ viel verschlingt hier. Was habe ich denn jetzt mit Durability? 1048, jetzt ist der bei 47, also das nutzt auch ab, aber anscheinend nur einen. Ist der auch direkt über der Lava? Nein. Komme ich hier sicher über die Lava rüber? Komme ich nicht sicher über die Lava rüber? Es sei denn, ich muss springen, aber ich will das nicht. Ich gehe weiter Baum abholzen.
10 Minuten habe ich jetzt schon. Ich könnte mir natürlich weitere Customize-Ideen geben. Also, dass ich zum Beispiel auch. Aber es soll auf jeden Fall was mit Erzen haben. Dass ich. Dass ich ein Erz häufiger antreffe als das andere natürlich. Oder dass ich zum Beispiel die Kohle. Dass ich die Werte genau gleich lasse. Nur dass sie dann zwischen Höhe 0 und 10 kommen kann. Dafür die Diamanten auf die Werte der Kohle an die Oberfläche aufkommt. Also die Diamantenwerte auf die Kohlewerte zu erhöhen und dafür die Kohlewerte auf die Diamantwerte zu verkleinern. Dadurch hätte man immer einen relativen Diamantreichtum, dafür aber anfangs Schwierigkeiten an Kohle zu kommen. Man muss sich anfangs erst Holzkohle machen. Weil die Kohle lasse ich in Ruhe. Wassersee. Noch ein See. Da habe ich irgendwo Nahrung. Ein verrottetes Fleisch allerdings nur noch. Ne, habe ich gar nicht. Jetzt habe ich wieder 30 Sekunden Hunger. Aber da werden Äpfel gedroppt. Quasi notgedrungen der Nahrungsfarm werden die Äpfel. Die hier gedroppt werden. Neben den Setzlingen. Dadurch wird der Hunger wird nicht erhöht. Der Hunger wird ja erst erhöht, aber dann wird er natürlich, geht er schneller zurück durch diesen Hunger. Hunger-Effekt, den man bekommt. Das ist der Aufhörer, der Hunger-Effekt. Die sind langsam weg. Aber ich bekomme ganz schön viele Setzlinge, das heißt, ich könnte den theoretisch wieder voll mit einem Wald machen. Also ich könnte hier theoretisch wieder einen kompletten Wald aufforsten. Ich müsste sonst vielleicht eine separate zweite Insel bauen. Und das ist ja noch ein See. Wie komme ich da am besten hin? Den Zugang graben. Da ist nämlich Diamant. Habe ich hier die Diamanten nochmal ab. Damit ich noch ein bisschen was Zeit habe hier. Ein paar Diamanten abbauen hier. Aber wie langsam man hier unterwegs ist. Und was ist, wenn man hier schleicht, ist man schon so langsam. Das ist hier. Das ist Lehm. Das ist Lehm hier. Das ist ein Clay. Ton heißt es sogar. Wie heißt es denn im Original hier? Wie heißt das Dinger denn im Original? Clay. Das heißt einfach mal, ich glaube, ich lasse es jetzt mal auf Englisch. So, sehr Diamond Spade. Das heißt Spade und nicht mal Shovel. Da haben wir die Übersetzung wieder geändert. Was da hier nervt so ein bisschen. Ich glaube, wenn ich Musik selber produzieren würde, würde ich, da ich ja gegen Copyright bin, und dass man das abschaffen sollte, Copyright, würde ich sagen, ich würde das so machen, wenn ich selber Musik hochladen würde, würde ich sagen, es darf kein Copyright drauf gegeben werden, da ich sonst nie bestrafen würde. Weil ich will nämlich, dass jeder viele Aufrufe bekommt. Und wenn ich nämlich das habe und die anderen, ich merke ja schon, wenn mein Kanal der ist, läuft noch relativ schleppend. Mit 40 Abonnenten ist das noch nicht viel. Lehmvorkommen abgegraben hier. Ich muss hier die Erde wieder hinsetzen. Und die erreicht nicht, also muss ich hier noch
ein Wegmachen. Bin schon mal 15 Minuten, aber ich mache meine Let's Play Part generell 20 Minuten lang. Also ich versuche die möglichst oft 20 Minuten. Ich sag erstmal die Äpfel essen wieder. Droppen ja. Ah, die kriegen jetzt auch ein bisschen Nahrung. Ein paar Seeds hier abbauen. Wenn normales mache ich, Let's Play mache ich nur weiter, wenn mich welche abonnieren. Also ich mache das nämlich so pro Abonnent an Let's Play teilen, da ich natürlich kurz um die 41 angezeigt bekommen habe und dann natürlich wieder 40 habe, müssten mich zwei abonnieren, damit ich einen weiteren Let's Play Teil rausbringe. Ein Teil 42 existiert im Moment noch gar nicht. Was muss ich dann noch machen? Die mache ich aber erst, wenn ich 42 Abonnenten habe. Da ist noch ein bisschen Kohle, was kann ich damit machen? Ich habe noch genug Sticks, um hier erstmal eine Hoe zu machen. Die restlichen Diamanten brauche ich erstmal nicht. Und so viel Holz brauche ich auch gar nicht. Clay brauche ich auch gerade nicht. Wir müssen das craften hier. Drei Eimer, damit ich dann drei Eimer Wasser habe. Nein, da nicht abnehmen. Hier muss ich abnehmen. Nein, hier nicht hier überall Wassereimer. Diamond Stage. Was ist das hier für ein Biom? Strand. Ich glaube mal hier ein bisschen Erde ab. Ich trage mal hier den ganzen Berg ab. Mal hier. Und ich hier, damit ich jetzt ein neues Haus bauen kann. Der Berg wird hier nochmal komplett abgetragen und ich nehme hier das große Haus. Ein richtig schön großes Haus bauen kann. Ich will wahrscheinlich dann... Es gibt so eine Diamantschaufel sehr schnell. Die Diamantschaufel, die ist relativ lange haltbar. Die kann 1500 abbauen. Also 1562 Blöcke kann man abbauen. Also, weil man nämlich, wenn die Durability, wenn die sich von 1 auf 0 reduziert, dann ist die noch nicht weg. Man kann da noch einen abbauen. Also ist es bei der Werkzeugabnutzung nicht so, dass die Block abbauen mal langsamer geht. Das wäre glaube ich auch ein bisschen fies, wenn man dann... Dann müssen wir nämlich häufiger neue Werkzeuge haben. Oder man kann sie ja zumindest reparieren. Ja, weil dann würde die nämlich ja wieder schneller gehen. Wäre vielleicht eine 1.9 Idee. Na, jetzt habe ich ja schon wieder Erd. Da kann natürlich der ganze Boden dann nochmal rausgerissen werden. Da ist ja noch ein See. Da ist ja schon viel Erde mitgenommen. Ich muss natürlich den See hier zubauen. Kann ich natürlich hier... Dass ich dann auch eine Wasserreserve habe, sozusagen. Einen kleinen Pool daraus bauen, einen Keller. So, das kann ich da reinpacken. Ich weiß auch nicht, was ich da reinpacken soll. Ich weiß es nicht. Terminé. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Lang gute Fährt.
Ich weiß nicht. Ah, ich habe Erde. Bin eigentlich schon bei 20 Minuten, also werde ich sagen, den Part werde ich gleich beenden. Aber gleich erst, nicht jetzt. Das sind 2, 3. Das sind 3. Und das sind 1, 2, 3. Und das sind so 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich muss ja noch 9 Blöcke. 9 Blöcke muss das breit sein hier. Also 9 mal 9 muss der Raum groß werden, damit ich hier die Samen farm. Die werde ich in diesem Part noch fertig machen, also bis das ganze geackerte Feld hier ist. Die Samen farmen, damit ich hier über den Hunger auffüllen kann. Ach, fall ich wieder runter. Ter. Ter. Ein blöde Ter. Noch ein bisschen mehr Terre. Terre ist Erde. Auf Französisch. Ich habe nämlich jetzt schon ein zweites Mal in diesem Part die Sprache umgestellt. Von Deutsch auf Englisch UK und dann jetzt auf Français France, also auf französisches Französisch. Also Frankreichs Französisch. Nicht das kanadische Französisch. Das ist nämlich wiederum ein bisschen anders. Genauso auch wiederum das belgische Französisch. Belgisch und Französisch, die sagen ja Octant, wenn die Franzosen sagen, also die wirklichen Franzosen, die sagen nicht Octant, sondern 80. Da muss ein S angehängt werden, bei 80 oder 80 dies, da muss kein S dran. Also hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist jetzt hier der 9. Ich will auch versuchen, ein wenig Französisch zu sprechen und dann natürlich diese Sachen auf Deutsch zu übersetzen. Ein kleiner Sprachkurs. Ich liebe nämlich, ich bin ja noch in der Schule, 9. Klasse im Moment. Da ist Französisch einfach eins meiner drei Lieblingsfächer. Neben Mathe und Sport. Aber meine Französischlehrerin wird wechseln. Weil die nämlich schon in Pension geht. Das wird sie jetzt im Februar tun. Es ist ja ein Sie. Aber bei uns. Das sind 9 mal 9. Die Hacke habe ich hier. Wie heißt die auf Französisch? Ur en Diamant. Da gibt es ja das Wort Diamant, kommt ja auch aus dem Französischen. Jetzt sind sie. Hier sind nämlich auch vor Tieren geschützt, wenn man es hier unterirdisch macht. Sie können keine Tiere eindringen. Und Farm hier ist auch noch stetig erweiterbar. So wie 7 Seeds. Wie heißen die denn? Graine de blé. Seau d'eau, Eimer von Wasser. Und das ist einfach so ein Eimer. Épée en diamant. Also ein Diamantschwert. Arengé heißen die Dinger. Aber ich habe jetzt keine Nahrung mehr, also muss ich jetzt mal gleiche Skelette jagen. Dann bekomme ich nämlich Knochenmehl. Knochenmehl. Knochenmehl, wie heißt das denn auf Französisch? Na, jetzt habe ich schon wieder so viel Lapislazuli, also ich glaube, ich will irgendwie schon weitermachen, aber irgendwie will ich den Part erstmal beenden, da ich mit 24 Minuten schon relativ viel aufgenommen habe. Also hoffen wir, dass der Part euch gefallen hat. Gebt dafür Daumen nach oben. Das motiviert mich weiter, Videos zu machen. Teilt das Video, damit ich bekannter werde. Und abonnieren über das Video würde mich auch freuen, weil dann macht weitere Parts. Bis dann und ciao.